Jetzt sind wir wieder auf der oberen Ebene, In also Lüdenscheid, da, wo quasi der eine Eingang in die riesige, Stadt prächtige ist. Stadt mit einer Fülle Und faszinierender da Bewohner. vorne Ich will befindet sie sich der ausspionieren. Was Aussichtspunkt, kann schon passieren? vielleicht. Ich gehe gern mit. Nein, danke, ich möchte erstmal. Hier sind schon wieder so verdächtige Pilztreppen. Ne, die so wollen aber nichts von uns. Hochhalla. Die wollen aber nichts von uns. Müssen wir doch diese Instanz betreten, das, was gerade aufging? Schlawenzeln wir gerade mal hier hinten rum den Weg entlang, weil da ist ja auch noch ein Aussichtspunkt. Den haben wir noch nicht. Sind wir hier nicht mal hingelaufen, irgendwie ganz zu Anfang? Und dann haben wir den nicht mitgenommen. Ach, herrje. Ach, herrje, ach, herrje. Na dann. Ja, ansehen bitte. Danke. Ich dachte, der Schwenke geht jetzt irgendwie hier hinten hin, aber wahrscheinlich ist da einfach nichts. Nichts Interessantes zumindest. Interessantes. So. Aha. Bist du unser letzter Aussichtspunkt hier? Hm? Bist du, bist du, bist du? Ja, macht Spaß. Yep, einmal bitte trinken. Dankeschön. Gucken wir mal, was ist ja das? Oder haben wir den schon? Möchtet ihr weiterreisen nach die Umverlasskammer? Ich mach mal ja. Mal schauen, was passiert. Nee, bitte erstmal nicht. Ist das hier oder ist das hier unsere Quest? Ich bin auch überhaupt nicht verwirrt. So. Aha. Okay, wir haben hier auf jeden Fall noch zwei Punkte. Was jetzt alle? Keine Ahnung. Okay, wollen wir hier gerade mal mit dem Avatar des Baumes sprechen? Ah, mein schönes Kind, es tut mir gut, euch so gesund und munter zu sehen. Ich könnte dasselbe über euch sagen, Mutterbaum, eure Äste wachsen immer höher. Die Liebe meiner Kinder ist mein Lebenselixier. Diese von mir gewählte Manifestation für Besucher kann nicht die Tiefe meiner Wurzeln oder die Weite meiner Äste hier und im Traum widerspiegeln. Mutter, wie weit reichen eure Äste in den Traum? Die Verwinkelungen sind weit komplexer als das, bevor ihr erweckt wurdet, wart ihr ein Teil des Traums und ich war die Vene, durch die ihr in diesen Ring der Existenz geflossen seid. Wir alle sind eins, verbunden, aus derselben Quelle stammt. Selbst die Lautlosen? Ursprünglich schon, aber sie haben einen Weg der Meditation gewählt, der sie vom Traum der Welt, sich selbst und mir abschneidet. Einige können die Bürde des geteilten Leids nicht ertragen. Was ist mit den Albtraumhöflingen? Einstmals liebten sie mich so wie ihr, aber dann haben diese armen, fehlgeleiteten Kinder freiwillig einen dunklen Weg eingeschlagen. Ihre Verachtung der Worte Ventaris hat sie vom Weg abgebracht und dem Traum Schaden zugefügt. Erinnert ihr euch an Ventari? Ich erinnere mich daran, dass er weise war, halb Mann, halb Pferd. Er segnete uns, als er seine Tafel in der Nähe meiner Pflanzung verließ. Er und ein Mensch namens Ronan träumten davon, hier einen Himmel zu erschaffen. Warum wiegt ihr seine Tafel in euren Ästen?
Ich nahm die Tafel Ventaris in mein Innerstes auf und wurde genährt. Meine Blätter flüstern seine Weisheit. Merkt auf und lernt die Bedeutung von Ventaris Rat, denn die Tafel ist die einzige Führung, die ihr benötigt. Möge die Sonne ewig auf euch herabscheinen, heilige Quelle. Jawohl. Avatar des Baums. Gut, dass wir das auch mal geklärt haben. Hilft uns das jetzt weiter? Ja, wir haben auf jeden Fall von der Geschichte ein bisschen was gelernt. Aber wir wollen ja eigentlich einen Aussichtspunkt finden, den letzten. Deshalb, ja. Tja, nun. Wir brauchen auch noch eine Sehenswürdigkeit. Die anscheinend nicht auf dieser Ebene ist. Aber der hier, du bist auf dieser Ebene und du bist das da. Nein, 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 ich möchte das nicht. Doch wie kommen wir dort hinauf? Aha, aha. Na hopp. Nein, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Der oder die scheint hier auch den Weg nach da oben zu suchen. Hier vielleicht? Ups, so nicht. Ja, so auch nicht. Na, das kann doch nicht so schwer sein. Aber so vielleicht. Da oben. So. Zack. Und da haben wir es doch. Ach, guck mal, der ist einen anderen Weg gegangen. Wunderbar, auch das war das Letzte, was wir gebraucht haben, zumindest von den Aussichtspunkten her. Wir brauchen jetzt noch eine Sehenswürdigkeit. Da. Da müssen wir also hin. Das ist ganz unten, sehe ich das richtig? Ja, das ist ganz unten. Ich probiere mal gerade einfach hier hin zu teleportieren. Ups. Und einfach mal dahin zu marschieren. Und das wäre ja wirklich super, wenn ich jetzt einfach nur gerade ausgehen müsste und dann da ankomme, wo ich möchte. Dann haben wir nämlich komplett die Hauptstadt hier fertig. Die ganze Karte. Juhu! Da muss man auch gerade mal hier. Haha, ganz genau. Ja, ihr habt eine Erfolgstruhe errungen. Klickt auf die Truhe, um eure Belohnung zu erhalten. Ich bin ja ganz aufgeregt. Ui. Der Hain, Kartenabschluss. Ja. Drei einfache Transmutationssteine. Zum Benutzen doppelklicken. Kombiniert mit einem Doppelklick die Erscheinungsform eines Gegenstands mit den Eigenschaften eines anderen. Es muss sich um Gegenstände desselben Typs handeln. Möglich bei Gegenständen bis Stufe 79. Verbrauchsartikel, Accountbindung. So, und dann haben wir noch Erfahrungspunkte bekommen und wow, einen Kupfer. Na, da haben sie sich ja mal überhaupt nicht lumpen lassen, würde ich sagen. Mein Inventar wird mir gerade rot angezeigt. Warum? Natürlich, weil es viel zu vollgestopft ist mit allem möglichen Müll. So. Sammelgegenstände lagern. Und falls wir jetzt einen Kaufmann sehen sollten, werden wir auch mal eben verkaufen gehen, auf jeden Fall. So.
Haben wir hier irgendwo zufällig einen Kaufmann rumstehen? Ein Reparaturhändler? Tja, also ich würde sagen, wir porten jetzt einfach mal komplett hier raus. Und zwar dorthin. Wieder in den Kaledonwald. Denn dort befindet sich ja auch noch unsere Hauptquest. Und hier haben wir ja auch noch, wie ihr seht, einiges zu tun, einiges zu machen. Und nach dem Verkaufen mal sehen, welchen Aufgaben wir uns dann widmen. Hier wird doch bitte hoffentlich irgendwo hier unten vielleicht ein Kaufmann sein. Oder eine Kauffrau. Je nachdem. Das war spannender, als ich gehofft hatte. Die Welt wird ständig gefährlicher. Ihr solltet besser auf euch achten. Das hatten wir doch schon. Ich habe nur einen. Und ich bin zu passen. Immer wieder verblüffend. Ach so. Ja, lauf doch dran vorbei. Unsere Taten spiegeln sich im Traum. Wir verkaufen einfach mal alles Mögliche. Die nicht. Huch! Falls ihr übrigens irgendwas verkauft haben sollt, was ihr nicht verkaufen wolltet, dann könnt ihr es einfach wieder zurückkaufen. Was habe ich denn jetzt hier gerade gesagt, was ich nicht... Achso, die Sperrschleuder, genau, die ist dann für Unterwasser. Und dann können wir unsere alte auf jeden Fall verkaufen. So, warum kann ich das nicht verkaufen? Seelengebunden. Ach, ist von der guten Elaine. Tja, dann zerstören wir sie halt. Ach hier, guck mal an. Zack. Und schon ist das Inventar ein bisschen erweitert. Ich mag das immer ganz gerne, wenn es hier ein bisschen aufgeräumter ist. So. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg hier zu unserer Aufgabe. Und mal gucken, was uns da erwartet. Denn wir sollten uns ja mit der guten Frau treffen, mit der Kaith. Und ich bin gespannt, wie es weitergehen mag. Ja, bitte. Entmantelung der Dunkelheit.